Review-Zeit, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer Neckar-Figuren-Review, heute mal im Doppelpack. Einmal aus Alien vs. Predator, auf der linken Seite das coole Grid-Alien und auf der rechten Seite eine Konzeptfigur, und zwar das Translucent Prototype Suit Xenomorph. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an und ich würde sagen, wir fangen mit dem AVP-Alien an, den guten Grid-Alien, und schauen uns das im Detail mal an. Das coole Grid-Alien, was echt schon zu einem Kult-Xenomorph geworden ist, kommt in der typischen natürlich Neckar-Clamshell daher. Obendrauf mit dem AVP-Schriftzug und unten seht ihr schon, ja, eine kleine Filmaufnahme von dem Alien. Ich finde, das Viech ist so cool. Und auf der Rückseite könnt ihr natürlich schon mal sehen, ja, wie das gute Viech als Figur aussieht, plus einem kleinen Text zu Alien vs. Predator. Und darunter, was noch alles in dieser Line erhältlich ist. Wir haben also hier in der Mitte das Grid Alien, auf der rechten Seite das Translucent Prototype Alien und auf der linken Seite das AVP Warrior Alien, welches ich mir persönlich jetzt nicht zulegen werde, weil es ist theoretisch genau das gleiche wie das Grid Alien, nur halt ohne die Vernarbung oben auf dem Kopf. Aber da komme ich später zu. Ausgepackt ist das Grid Alien Neckar-typisch natürlich eine richtig tolle Erscheinung, muss ich sagen. Was mir an dieser Version auffällt, ist, dass er wirklich sehr extremst glänzt. Also da haben die mit dem Klarlack so ein bisschen das Schleimische sehr cool hervorgehoben, auf jeden Fall. Mir gefällt er richtig, richtig gut. Ich finde, was wirklich hier an dieser Figur atemberaubend ist, ist der Schwanz und seine Länge. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das ist wirklich, ich glaube, der längste Schwanz einer Alien-Figur bis jetzt. Das ist ein Riesenteil. Ihr könnt ihn natürlich dabei aber auch schön als natürlichen Stand benutzen. Ne? Da hockt er wirklich sehr gut drauf. Ja, und ansonsten finde ich das gesamte Design halt sehr cool. Ich mag die AVP-Aliens generell sehr gerne. Die mag ich. Die sind so ein bisschen dunkel, düster, haben so einen Style von allen Alien irgendwie zusammen. Wir haben einmal einen Clear Dome, der aber diesmal in komplett schwarz gehalten ist. Der gefällt mir gut. Und der hier ist natürlich jetzt nochmal besonders speziell. Den zeige ich euch mal in der Aufnahme. Denn er hat obendrauf diese grüne Netzstruktur. Woher kommt diese grüne Netzstruktur? Für alle AVP-Fans, das ist natürlich klar, ne? Im Kampf gegen die Predatoren hat das gute Grid Alien halt ja vollen Einsatz gezeigt. Aber ja, der Celtic Predator hat ihm da echt gut zugesetzt. Könnt ihr euch noch an die Review des Celtic Predators erinnern? Da hat der auf der, ich glaube, linken Armseite ein Netz, eine Netzkanone, so ein Netzschießgerät. Und das hat das Alien hier abgekriegt. Dieses Netz, wenn es sein Ziel trifft, zieht sich richtig extrem zusammen. Es sind so, ich weiß nicht, Drahtseile oder sowas. Und das hat das Alien ganz schön gequetscht. Ihr seht das komplett über den gesamten Dome und auch hier sogar noch an der Schulter, ne? Auf beiden Seiten, da ist das Alien halt verletzt. Hätte es kein Säureblut, wäre es wahrscheinlich dabei draufgegangen. Aber das Säureblut hat halt das Netz ja zerspringen lassen und das Alien war frei. Und es konnte, ja, Rache nehmen und hat den Celtic dann erledigt. Ja, und ich finde, das hat Neckar cool umgesetzt. Mir gefällt das, ne? Dieses Netzmuster obendrauf in einem schönen Neon-Grünton, könnte man schon fast sagen. Äußerst, äußerst nice. Auch hier so an den Schultern. Das gefällt mir sehr. Dann dazu halt dieser Clear Dome, der in einem, ja, Schwarzton, in einem schönen, glänzenden Schwarzton gehalten ist. Ich weiß nicht genau, ob er in gewisser Weise durchsichtig ist. Ich denke mal eher nicht. Man kann es zumindest so nicht erkennen. Aber ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ja, ansonsten generell mag ich den Kopf von dem Grid Alien sehr. Wie gesagt, die AVP-Aliens sind eine meiner Favorites. Die gefallen mir richtig gut. Ihr seht hier überall, das ganze Biomechanische ist eigentlich verloren gegangen. Was wir noch von dem Big Chap hatten oder von den Aliens, Warrior Alien, das wirkt alles jetzt eher schon sehr, ja, nach einem richtigen Lebewesen, wo man nichts mehr Biomechanisches erkennen kann. Natürlich sind so ein paar Andeutungen noch da. Hier auf der Seite zum Beispiel waren ja dann eher mal so ein paar, ja, sah aus wie so Schläuche beim Big Chap zum Beispiel. Ne? Hier sieht das wirklich sehr organisch aus. Ich finde, das ist sehr, sehr cool geworden. Was auch wieder wirklich sehr gut geworden ist, sind die ganzen Sehnen hier am Mund, ne, am Kiefer. Die gefallen mir auch richtig gut. Und natürlich die typischen Alien-Zähne in Silber. Ne, also die gesamte Kopfform von diesem Alien ist sehr cool. Auch hier so am Hals. Ihr könnt natürlich auch wieder den Kiefer öffnen. Und dann halt das Inner Jaw rausziehen, ne? Den kleinen Kiefer hier. Das geht auch ganz gut. Müsst ihr ein bisschen gucken, das ist ja Neckar-Alien typisch, dass die vielleicht ein bisschen festsitzen zu Anfang. Aber wenn ihr das einmal draußen habt, dann ist das recht gängig. Und ich muss sagen, die Version hier ist sehr lang und sieht sehr, sehr stark aus. Auch diese Auswüchse, die, wie ich sie immer nenne, Tubes auf den Rücken, muss ich hier definitiv mal hervorheben, weil die Details daran
Die sind wirklich echt Hammer. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Krake mit so Saugnäpfen hier. Das haben die wirklich toll gemacht. Und der Detailgrad, der besticht an dieser Figur wirklich sehr. Beim Big Chap und Co. war das Ganze noch eher so ein bisschen, ja, detailarmer als das hier. Mir gefällt das wirklich richtig gut. Auch jetzt, wenn wir mal weiter runtergehen in Sachen Wirbelsäule und alles. Da hat das Alien hier aus AVP wirklich ein paar tolle Details. Ne? Und dann halt auch dieser gigantisch lange Schwanz, der wirklich aus verschiedenen Elementen hier besteht. Der gefällt mir auch richtig gut. Und dann halt diese typische, fast schon flossenähnliche Spitze hier hinten. Komm mal her, da ist sie. Ne, auch das fand ich schon in AVP irgendwie cool, ne? Als wären hier noch so ein paar Knochenauswüchse dran. Das Ganze ist alles sehr flexibel. Macht euch da keine Sorgen, da kann nichts passieren. Auch die fiese Spitze, die Speerspitze, ist sehr flexibel. Da kann nichts passieren, wie gesagt. Ne? Der gute Draht da drin ist auch sehr, ja, biegsam auf jeden Fall. Da kann ich großartig, denke ich mal, was knacksen über Zeit. Der fühlt sich nach einem sehr dicken Draht an. Also da ist auch alles cool. Bewegungspunkte technisch, was ja nun auch gut ist an der neueren Variation der Necker Aliens. Wir haben hier vorne am Schwanzansatz auch nochmal ein kleines Gelenk, womit ihr dann halt den Schwanz drehen könnt. Aber das, ja, das ist selbsterklärend. Das brauche ich nicht weiter sagen. Ja, ansonsten detailtechnisch, ne? Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich finde auch gerade diesen fiesen Brustkopf wieder sehr geil gemacht. Ich mag echt diesen Farb- und Glanzton des Aliens. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Hier an den Händen, muss ich sagen, ist in der Verpackung ein bisschen, ja, einer der Finger so ein bisschen verbogen. Aber das ist nicht das Problem. Das kann man zurückbiegen. Na, dann passiert da nicht großartig was. Ist alles cool. Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Hände dieses Mal, die Finger, die sind dieses Mal etwas flexibler als bei den anderen Aliens. Und es wurde noch ein zweites Gelenk hier vorne eingebaut. Das hatten wir bei den anderen nicht, damit ihr das Alien halt auch noch mal so ein bisschen laufen lassen könnt, denke ich mal, auf dem Boden haben wir hier noch ein Gelenk. Das finde ich recht cool. Ja, ansonsten Bewegungspunkte technisch natürlich wieder Necker-typisch sehr gut. Der Kopf sitzt auf einem Balljoint, ihr könnt ihn gut drehen, 360 Grad, auch nach hinten. Dieses Mal gibt es ja keine Auswüchse mehr hier hinten, die ihr rauspacken müsst, so ähnlich wie beim Big Chap und Co. Dieses Mal geht der Kopf gleich komplett nach hinten. Das sieht sehr, sehr gut aus. Könnt ihr gut posen. Nach unten, naja, so weit. Da steht ihr halt nur mit. Die Arme, seid da wieder ein bisschen vorsichtig, aber die Arme können wir, na komm her, so weit auseinanderpacken. Das finde ich sehr gut. Die Ellbogengelenke, da rate ich extremst zur Vorsicht. Die kommen mir diesmal noch dünner vor als vorher. Wir haben hier doppelte Ellbogengelenke. Ne, ihr seht das. Aber die sind sehr fein und sehr filigran. Ihr könnt das gut biegen. Ihr könnt den Arm auch dann nochmal in sich so drehen. Das ist auch nicht schlecht. Die Hände halt auch nochmal hier auf Hinge-Joints. Ne? Ihr könnt die auch rauf, runter fröhlich bewegen. Typisch Aliens halt. Und dann halt dieses extra Gelenk hier nochmal drin, was ich sehr gut finde, um das Alien halt nochmal so ein bisschen krabbeln zu lassen. Ja, ansonsten hat das gute Grid-Alien natürlich auch noch diese Torso-Beweglichkeit. Ne? Hier oben, das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Balljoint. Hüftbeweglichkeit natürlich nicht, aber ich denke mal, das brauchen wir nicht. Die Beine, da weiß ich jetzt gerade selber nicht, wie da die Beweglichkeit ist. Auseinander ist es natürlich echt schwierig. Ne? Ihr könnt es so weit auseinanderpacken. Weiter geht es nicht. Ist natürlich hier behindert durch hier den Hüftknochen sozusagen. Ne? Nach vorne allerdings sehr gut. Ihr könnt das Bein sehr weit nach vorne packen, wenn der Schwanz nicht im Weg ist. Nach hinten so weit. Auch sehr stark. Ja, die Gelenke in den Knien sind natürlich wieder doppelt die Kniegelenke. Auch wirklich sehr, sehr gut. Und die Füße. Da muss ich jetzt mal selber gucken, wie halte ich dich denn mal? So, die Füße. Wir haben hier natürlich ein Gelenk vorne in den Zehen. Das finde ich auch gut. Ne? Zehgelenk. Wir können den Fuß so weit bewegen. Haben wir ein Enkelpivot? Ja, ein Enkelpivot wird auch leicht simuliert. Eine seitliche Beweglichkeit ist natürlich am Start für das gute Alien. Ne? Ja, das gute Grid Alien. Wenn ihr es jetzt noch aufrecht hinstellt, ist es auch noch wirklich ein Riesenbiest. Ich muss sagen, es ist zu einem meiner Favorites geworden mittlerweile in meiner Sammlung neben dem Dog Alien, weil ich mag das Design. Es ist wirklich sehr, sehr schick, sehr düster, sehr fies. Dass das Biomechanische fehlt, stört mich persönlich gar nicht. Ich mag das. Ne? Wie gesagt, es ist sehr organisch, das Grid Alien, und hat eine richtig coole Erscheinung. Ja, und wegen den Tubes am Ende hier, macht euch da keine Sorgen. Ne? Die sind auch sehr flexibel, habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Schaut mal, ne, da kann auch nichts großartig passieren. Ja, das ist das AVP Grid Alien. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal den Prototypen zum Big Chap an. Wenn ihr euch das gute Concept Alien genauer anschaut, ist es natürlich klar, dass es sich hier um das Big Chap aus dem allerersten Alien-Teil handelt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es eine Concept Art und warum sieht das gute Viech
teils durchsichtig, wirklich sehr hell aus. Dazu gibt es eine ganz kleine Erklärung, das steht auch hinten auf der Verpackung drauf. Damals zu den Dreharbeiten zu Alien gab es da einige Schwierigkeiten. Der gute H.R. Giger, der die Aliens entworfen und entwickelt hat, wollte sein Alien eigentlich her so in so einem hellen Style haben, wie wir es jetzt hier vorne sehen. Aber leider gab es beim Dreh irgendwie einige Schwierigkeiten, wahrscheinlich mit der Farbgebung und auch dem Material. Und dadurch wurde am Ende halt ja die Entscheidung getroffen, das Alien in einem sehr dunklen, düsteren, fiesen Ton zu halten. Wo ich persönlich ja sagen muss, Gott sei Dank gab es damals diese Schwierigkeiten. Denn ein Alien, ein Xenomorph aus meiner Sicht muss schon ein bisschen düster und fies aussehen. Aber auch diese Concept Art finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil wir haben einen perfekten Einblick auf die gesamten Details der Figur. Gerade auch der Dome, oben der Kopf, der ist dieses Mal komplett durchsichtig und wir können richtig reingucken und den darunter liegenden Schädel erkennen. Und ich finde, das sind tolle Details, die müssen einfach gezeigt werden. Und ihr seht schon, diese Figur hat eher so eine Art Knochenfarbe, könnte man sagen, so einen Knochenfarbton. Und da kommt halt der Schädel hier unten drunter wirklich sehr gut zum Vorschein. Schaut euch das an. Ich finde, das sieht sehr, sehr stark aus. Natürlich glänzt es jetzt noch ein bisschen durch die Beleuchtung, aber schaut mal, da könnt ihr wirklich mal die gesamten Details erkennen, wie ein Alien-Schädel ja unter dem Dome aussieht. Finde ich wirklich gut. Mit diesen durchzogenen Sehnen und alles. Ja, das, was wir vom Big Chap halt schon kennen, aber immer nur so andeutungsweise gesehen haben. Und hier muss ich sagen, ist es wirklich sehr, sehr stark. Ne? Auch so mit den Zähnen, den Sehnen an der Seite hier, diese Schläuche wieder. Ne? Auch das alles wirklich sehr, sehr stark. Ich muss sagen, mir gefällt dieses Concept Alien. Es gibt auch später wohl noch ein paar andere Concept Aliens, weil Giga hat sich da noch einiges mehr hat einfallen lassen, was aber später, ups, nicht mehr zum Film dazu kam. Ihr seht natürlich auch, er faucht mich schon an, dass das Inner Jaw auch hier rausgeht. Das ist bei der Version etwas locker. Sonst habe ich immer das Problem halt, dass sie sehr stiff sind. Aber da hier wenig Farbe halt drauf ist auf dem Modell, denke ich mal, ist das Ganze ein bisschen lose. Komm mal her hier, ich mach den Mund wieder zu. So. Das Maul vorne selbst, ich glaube, das ist nicht das von der Original-Big-Chap-Figur. Das sieht eher danach aus, als wäre das von dem Alien Isolation Xenomorph. Denn das Big-Chap hat bekanntermaßen so ein bisschen die Lippen über den Zähnen drüber. Das zeige ich euch aber gleich nochmal in einem Komplettvergleich. Ja, ansonsten schaut euch mal den Körper an. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Farbton, ne? Dieses sehr helle, dieses knochenartige. Das passt sogar zu diesem Brustkorb sehr gut. Und damit so ein bisschen dunklen Drybrush überzogen, also sehr schick. Man kann die Details an dieser Figur sehr gut erkennen. Na, die kommen hier wirklich gut zur Geltung, muss ich sagen. Auch an der Rückenpartie, gerade so dieser Wirbelsäulenbereich, der sich bis runter zum Schwanzansatz und dann halt den Schwanz selbst noch durchzieht, sieht hier natürlich sehr, sehr stark aus. Wie gesagt, es sieht aus wie ein wirklich wie ein Skelett, wie Knochenfarbe. Ne? Das haben die wirklich toll gemacht. Und ja, ich muss sagen, das Alien ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke mal, wenn es in eurer Sammlung ist, werdet ihr es trotzdem mögen. Diese Concept Arts Dinger finde ich generell nicht schlecht. Dann hat man nämlich mal einen kleinen Einblick darauf, wie vielleicht unser gutes Big Chap später hätte ausgesehen. Hätte man sich vielleicht für dieses Design entschieden. Ich finde es trotzdem nicht schlecht. Also was persönlich mir an der Figur sehr gefällt, ist halt der Kopf selbst. Ne? Dieser durchsichtige Dome mit dem Schädel unten drunter. Das finde ich schon echt nicht schlecht gemacht. Und auch bewegungspunkte technisch ist es natürlich typischer Alien-Standard, wie wir es vom Big Chap schon kennen. Wir haben den Kopf hier auf einem schicken Balljoint. Jetzt geht schon wieder das Inner Jaw raus. Es ist unglaublich. Wenn ihr ihn nach hinten biegen wollt, müsst ihr natürlich wieder dieses Teil hier rauspacken, damit ihr den Kopf weiter nach hinten packen könnt. Ne, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich wünschte mir manchmal, dass man das noch ein bisschen weiter nach hinten biegen kann, so wie jetzt beim Grid Alien. Leider ist das hier nicht wirklich der Fall. Das funktioniert nicht so gut. Aber trotz alledem finde ich es okay. Die Beweglichkeit der Arme ist natürlich auch standardmäßig recht gut. Ne? Ihr könnt sie so weit auseinanderpacken. Im Gegensatz zum Grid Alien, was ich jetzt vergessen habe, haben wir natürlich hier noch einen Bicep Swivel. Ne? Das Grid Alien hat das nicht. Habe ich vergessen. Wo bist du, Kumpel? Ne? Ihr seht das hier auf der Seite. Hier fehlt ein Bewegungspunkt. Dafür hat es aber, finde ich, bessere doppelte Ellbogengelenke. Ne, weil hier bei dem Big Chap Concept ist das Ganze noch auf so einer Art Balljoint. Ne? Da hatte ich schon bei meinem richtigen Big Chap so ein bisschen Panik, dass das so ein bisschen knackst. Der Balljoint hier ist vor allem richtig durchsichtig. Ja, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, verschiedene Varianten. Je nachdem, wie es ausfällt, da ist das Alien teilweise sogar wirklich fast komplett durchsichtig und viele customisieren das auch noch und wollen halt wirklich ein komplett durchsichtiges Big Chap haben. Ne? Finde ich nicht schlecht. Ja, ansonsten, Brustkorb technisch haben wir hier natürlich den Balljoint. Wir können die Beine
so weit auseinanderpacken, da wir jetzt natürlich hier nicht diese Hüftknochen am Start haben, wie beim Grid Alien geht das ganz gut. Die Beine nach vorne, so weit. Die Beine nach hinten, natürlich so weit. Wir haben die doppelten Kniegelenke am Start. Und wir haben hier natürlich wieder vorne die Zehenbeweglichkeit des Aliens. Und wir können den Fuß, wartet mal, welchen nehme ich denn? Den Fuß können wir, ach, das ist aber echt stiff. Normalerweise können wir ihn gut hoch und runter bewegen, was jetzt hier nicht möglich ist, nach links und rechts drehen. Und so einen kleinen leichten Enkelpivot haben wir hier, so wie bei jeder anderen Alien-Figur halt auch. Das ist nicht schlecht. Hinzu kommt noch halt der Schwanz, der jetzt hier im Gegensatz zum Grid Alien wirklich sehr lang und dünn natürlich wirkt. Ne? Schaut euch das an, wenn wir jetzt mal vom Grid Alien das sehen. Ne? Schaut euch diesen riesenlangen Schwanz an. Ich mag das vom Grid Alien definitiv besser, lieber. Ne? Aber auch das ist nicht schlecht. Ja, kommen wir mal zum Direktvergleich mit der allerersten Big Chap-Figur von NECA. Und da könnt ihr sehen, es ist natürlich ein Reuse, aber wie gesagt, als Konzeptfigur, ja, was will man da großartig anders machen? Ne? Das Konzept stand halt damals schon, nur die Farbvariation, die war doch nicht wirklich gegeben. Tja, da sind die beiden Kerle. Ne? Welches gefällt euch besser? Könnt ihr mir gerne unten mal in die Kommis reinschreiben. Was haltet ihr von dieser Konzeptfigur? Ich muss sagen, ja, ich wachse langsam dran, weil die Details echt stark dran aussehen. Aber ihr seht, es ist natürlich das gleiche Alien. Ne? Es ist das Big Chap Alien von NECA. Bis auf die Mundpartie, was ich euch ja gesagt habe, da fletscht es mehr die Zähne. Das ist das Isolation Alien. Und das hier ist halt eher, da seht ihr schon, dass die Lippen halt, ne, ein bisschen noch nach über die Zähne rübergehen. Ne, daher ist da eine kleine Variation. Ich muss aber auch gestehen, dass ich die Sache vom Isolation Alien, Gott, was ist los? Vom Isolation Alien besser finde. Ne, mit diesen gefletschten Zähnen, das mag ich halt lieber. Ne, und ansonsten, ja, der Sculpt dürfte fast komplett gleich sein. Da, ja, da dürft ihr nicht mehr erwarten. Ich finde es ganz gut. Ganz ehrlich, ich mag es. Ich finde es nicht schlecht, wenn ihr jetzt noch das andere Concept Alien später mal seht. Das hat nämlich kein Inner Jaw. Es hat eine riesenlange Zunge. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch noch auf meinem Kanal sehen. Da wartet mal drauf. Ich denke mal, das dauert noch ein bisschen. Tja, Leute, das war das Concept Alien und das Grid Alien. Wieder zwei tolle Stücke für eure NECA Alien Sammlung. Ich denke mal, ihr könnt da bedenkenlos zuschlagen. Wer jetzt nicht unbedingt Fan von dem Concept Alien ist, ich denke mal, das Grid Alien ist auf jeden Fall etwas, was euch gefällt. Denn es ist schon so ein kleines ikonisches Viech, was auf jeden Fall, denke ich mal, in die Alien-Sammlung gehört. Ja, das war's, Leute. Wie immer auf der linken Seite, wenn ihr mich noch nicht habt, abonnieren. Auf der rechten Seite habe ich euch mal das letzte NECA-Video verlinkt. Und darunter, wie immer, natürlich Werbung für das Team Nerd gemacht. Schaut auch da mal rein. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis denn dann und reingehauen.